Hallo und herzlich willkommen wieder zur nächsten Folge von Let's Play Indies und ich will gar nicht so lange damit rumschwafeln hier wieder, wie letztes Mal. Triplus 2 heißt der Titel und Triplus ist, ja, wir begeben uns damit in die Casual-Welt des Gamings, kann man sagen. Und ja, ich schmeiß einfach mal das erste Level an. Es ist halt ein eher entspannendes Spiel, was man so abends anzocken kann. Ja, ich zeig einfach mal das erste Level, dachte ich mir, und vielleicht irgendein, zwei andere noch. Zu Beginn kriegen wir halt meistens in jedem Level einen kleinen Story-Einlauf. Was geht denn hier ab? Ja, auf jeden Fall, die Häuser sind beschädigt und wir müssen die reparieren. Toll, was soll uns das helfen? Und wir sollen halt Schirme aufstellen. Unten haben wir eine Zeit. Die Zeit ist aber nicht wichtig in diesem Spiel. Erkläre ich gleich noch was zu. Und ja, Triplus, wir leben auf einer kleinen Insel, diese komischen Triplo-Dinge, also diese komischen Plüschtierchen, die wir spielen. Und ganz einfach sollen wir hier einfach mal Schirme aufstellen. Das ist ja auch nicht besonders schwer. Und diese Insel wird halt von Stürmen heimgesucht und wir fragen uns, was bedeutet das eigentlich? Warum haben wir hier Stürme? Das ist... Hey, cool, ich habe ein Achievement bekommen. Was... Das wollte ich noch kritisieren an diesem Spiel eigentlich, weil ich habe das Spiel schon durchgespielt und ich kriege nicht alle Achievements irgendwie. Obwohl ich die Achievements an sich eigentlich erfüllt habe. Und das stört mich ein bisschen sehr. Weil ich bin zwar nicht wirklich ein Steam-Perfektionist, aber wenn man schon ein Spiel wirklich perfekt hinkriegen kann, weil es ist bei diesem Spiel einfach nicht besonders schwer, alle Achievements zu erreichen, Kampagne beenden und Funkturme erreichen, das könnt ihr euch dann selber ausprobieren, wenn ihr das Spiel spielen wollt. Ja, genau, jetzt lernen wir den nächsten kennen. Und ja, es sieht hier gerade sehr einfach aus. Es ist halt, eigentlich ist das Spiel auch relativ banal, könnte man sagen, oder relativ einfach gestrickt, denn man schickt halt einfach seinen Triplus darin. Am Anfang haben wir halt nur Schirme, ja, okay, das war jetzt einfach, aber oben links, wir haben halt 5 Triplos zur Verfügung und 20 Einheiten Holz, die wir halt durch Abbau von Holzhaufen dazu bekommen. Oder auch später durch ein Sägewerk, das erklärt sich dann auch später. Ich zeige nach dem Level mal etwas komplizierteres Level. Ja, es ist halt, Triplos ist halt ein Spiel eher zum Relaxen, aber es ist halt leider auch etwas einseitig, möchte ich sagen. Level, jetzt habe ich ein Haus gebaut, jetzt kriege ich 5 Triplos mehr. Für jedes Haus kriegt man 5 Triplos, die man dann wiederum verschicken kann oder einsetzen kann zum Arbeiten. Gerade die ersten Level sind halt noch sehr einfach, aber der Schwierigkeitsgrad steigt ein bisschen an. Man muss in späteren Leveln wirklich länger überlegen. Was mich aber auch ein bisschen gestört hat, ist, dass die Level sehr unterschiedlich groß sind. Also es gibt Level, da habe ich 3 Minuten gebraucht und es gibt Level, da habe ich wirklich eine Viertelstunde dran gesessen. Einfach nur von der Länge her. Aber die, genau, das wollte ich auch erzählen, eigentlich. Jetzt kann man, sie bis zu 10 Arbeiter an eine Baustelle schicken, aber hier unten die Bonuszeit. Man kann jedes Level beenden, man kann sich alle Zeit der Welt nehmen dafür. Diese Bonuszeit zeigt einfach nur an, im grünen Bereich kriege ich eine goldene Wertung, im gelben eine silberne und wenn die abgelaufen ist, kriege ich eine bronzene, logischerweise. Aber man kommt trotzdem ein Level weiter, also das mag ich an solchen Spielen, man ist einfach überhaupt nicht unter Druck gesetzt. Und ich zeige jetzt einfach mal ganz anderes Level. Mal sehen, was gibt's denn so Schönes. Gucken wir uns mal hier irgendwas an. Level 29. Das wird bestimmt gut zu sein. Das sieht schon mal so ein bisschen komplizierter aus. Das kann ich schon mal sagen. So, man kann sich erstmal das Level gemütlich anschauen. So, ich brauche erstmal... Anfangen muss man zum Beispiel hier wieder mit Holz. Und diese Kästen, die man einsammeln kann, sind Werkzeuge, wie man sich das scheinbar denken kann. Mit Werkzeugen kann man diese Schrotthaufen zum Beispiel abbauen und hier unten sieht man ja auch, was erfüllt werden muss. Ich baue erstmal ein Haus, würde ich sagen. Die Mission ist erstmal 2 Häuser zu bauen und diese 2 Rohre hier zu schließen. Dafür brauchen wir allerdings eine Gießerei, die Stahlplatten herstellt. Und an diese Gießerei kommen wir nur, indem wir zum einen Steine abbauen, wenn ich mich nicht groß irre jetzt. Und mit diesen können wir dann wiederum... Moment, hier haben wir gar kein Sägewerk, hört sich aber so auf. Das ist ein blödes Beispiel gewesen. So, man muss hier auch mal abwarten, bis die durchkommen. Und man braucht halt diese Steine, Schrotthaufen, um
um Stahlplatten generieren zu können oder produzieren zu können. Und jetzt, in dem Level ist ein blödes Beispiel. Es gibt relativ selten Level, wo man kein Sägewerk zur Verfügung hat. Mit Sägewerken, die muss man erstmal bauen. Das ist meistens der erste Anlaufpunkt in dem Spiel, weil man dadurch halt einfach Holz generieren kann, ohne auf Stapel zurückgreifen zu müssen, sozusagen. Ja, ich kann schon den ersten Schrotthaufen abtragen. Das ist nicht das Problem. Das Kapitel hat mich auch ein bisschen genervt. Es gibt ungefähr 5 Kapitel. Ich glaube, es gibt 5 Kapitel in dem Spiel. Na, scheiße, der hat sich verbrannt. Der auch gerade noch so. Da hat sich wieder nachgelassen. Man muss nämlich das alles timen. Alle 7 Sekunden geht so ein Ding los. Und hört dann auch wieder auf. Der hat sich zum Beispiel auch verbrannt. Hier können die so cool Splinter Cell-mäßig runtergleiten, die Drip Blues. Ist auch ein blödes Level jetzt zum Demonstrieren eigentlich, aber ja, nicht um mein Glück halt. Es geht halt noch ein gutes Stück komplizierter, aber ich möchte halt nicht das ganze Spiel quasi jetzt erstmal nicht zeigen. So, das kann auch noch einer mitnehmen, das kann auch mal einer mitnehmen. So, und es geht ja eigentlich nicht viel mehr außer Schrotthaufen abbauen. Und da muss ich auch darauf zurückgreifen, weil sonst funktioniert das ja gar nicht. Ja, das Level ist noch einigermaßen simpel. Wir bauen halt die Schrotthaufen jetzt ab. Dafür brauchen wir jetzt halt 10 Werkzeuge immer für jeden Schrotthaufen. Für Steine brauchen wir 5. Das können die halt auch gleich mit abbauen. Hier ist die Gisserei, die muss halt errichtet werden mit 15 Steinen. Die Steine sind hier gleich noch unterwegs, die werden hier abgebaut und dann halt zur Hütte zurückgebracht. Ist halt, wie gesagt, das Spiel ist, man kann es nicht wirklich am Stück spielen. Ich habe es da einmal 6 Stunden oder 7 Stunden am Stück wirklich gezockt. Aber habe nebenbei auch ein paar andere Sachen gemacht. So, jetzt habe ich aber einen Fail hingelegt, meine ich. Ja. Und das liegt daran, wenn man versucht, was zu erklären und gleichzeitig zu spielen. Denn ich habe einen Fehler gemacht, denn ich habe die Steine hier abgebaut. Und jetzt fehlen mir 5 Werkzeuge, um den Schrotthaufen wegzutragen. Und diese 5 Werkzeuge fehlen mir, um den abzutragen, um das Ding halt abzutragen. Tja, jetzt kann ich das Level quasi gar nicht mehr erfüllen. So schnell kann es gehen. Ja, ich kann es mir jetzt 2, 3 machen, aber ich habe kein Werkzeug und da habe ich es gerade versaut. Also man muss schon so ein bisschen aufpassen. In diesem Spiel, geht halt wirklich komplizierter. Es gibt Level, die sind komplett voll oder halt. Hier sieht man halt die ganzen Stationen, wo man hinkommt. Bisschen spoilern quasi, aber jedes Kapitel hat halt eigene Wege. Hier muss man halt zum Beispiel Tauchanzüge erstmal herstellen, damit man überhaupt seinen Triplus rausschicken kann und so weiter. Oder hier fallen immer Felsen runter und die können auch Triplus verletzen, dann müssen die auch wieder zurück und ähnliches und schlimmer. Hier braucht man Raumanzüge, sonst bewegen sie sich Triplus nur sehr langsam. Triplose, egal, hört sich an wie eine Krankheit. Und da ich jetzt nicht so viel verraten will, es gibt halt immer noch ein kleines, hier sieht man zum Beispiel nochmal Teil 1 Triple-Insel. Hier, das ist zum Beispiel die Story, wird halt in jedem Kapitel wird die ein bisschen weit vorangetrieben und in jedem Level. Und genau, das, was mich am Spiel eigentlich fasziniert hat, ist eigentlich nicht, dass es jetzt irgendwie besonders spannend, kompliziert ist, sondern dass es halt wirklich so Casual-Style ist, sag ich mal, und auch irgendwie ein bisschen niedlich wirkt, einfach nur von den Charakteren. Ein bisschen kindlich, manche Leute mögen es, manche mögen es nicht, ne? Was ich noch zeigen könnte oder zeigen wollte, ist, es gibt neben Kapitel Bonus-Level. Hier zum Beispiel haben wir jetzt gerade ein Luftschiff gebaut. Am Ende des ersten Kapitels. Ja genau, und da wird uns erklärt, wir müssen halt immer einen Triplus hier hinschicken, zum Beispiel. Das ist halt so, das ist so schön an dem Spiel, es gibt halt nur so kleine Mini-Level. Und wir müssen halt immer beurteilen, wie wir jetzt vernünftig steuern. Zum Beispiel, oder im zweiten Kapitel gibt es halt Funktürme richten, da muss man halt klingeln immer Glocken, so ein bisschen wie dieses lustige Farmspiel mit diesen 4 Farmen, wo dann die Farmen vorgegeben werden und dann kriegt man immer wieder die Farmen vorgegeben. Und man muss die halt nachdrücken, klicken, sowas gibt's halt auch. Aber das Spiel ist halt
mag das für ruhige Gemüter, sage ich mal eher. Und, ein Call of Duty Kitty wird hier nicht seinen Spaß dran haben. Schätze ich jetzt einfach mal. Man gibt sich halt große Mühe, alle Ballons zu sammeln. Das ist nicht so schwer hier in dem Fall, aber keine Ahnung. Ich habe das Spiel einfach irgendwie gern. Es war eine schöne Abwechslung, in meiner Steam-Bibliothek mal so ein Spiel zu finden, das doch einfach mal so simpel gestrickt ist. Ich mag solche Spiele nicht, weil ich selber simpel gestrickt bin, sondern weil es einfach irgendwie mal ziemlich beruhigend auf mich wirkt. Wenn man mal was Simples spielt, ich kann mal ein bisschen Gas geben hier. Weil ich bin zum Beispiel jetzt schon unten rechts, sieht man ja in der Gamezeit, das heißt, ich kann schon gar nicht mehr Gold erreichen. Die Wertung ist mir bei sowas ziemlich egal. Ja, geschafft, das war's schon wieder. Ja, es gibt halt Level, gerade hier unten, oder auf der Raumstation, da haben die ewig gedauert, wirklich ewig. Ich saß da wirklich 30 Minuten dran oder so, teilweise an einem Level. Es gibt halt auch welche Level, die ganz kurz sind wiederum. Und die sind leider nicht so verschieden in die verschiedenen Kapitel. Die verschiedenen Kapitel unterscheiden sich halt doch deftig voneinander oder stärker vom Typus her. Aber es ist ein relatives Casual-Game halt, wie gesagt. Und wenn ich mich nicht ganz groß irre, kostet es derzeit 10 Euro. Man kann es daher auch in einem Sale erwerben, was günstiger kommt. Ich habe es aus irgendeinem Bundle wahrscheinlich mal wieder mit erwischt, wo ich halt hinter irgendeinem ganz anderen Spiel her war, aber man sieht ja, manchmal entdeckt man ja so hübsche Spiele für sich. Und kann das Spiel empfehlen, definitiv. Und ich würde aber eher auf einen günstigen, also auf den typischen Steam-Sale warten, den es ja jetzt im Winter oder auch wieder im Sommer gibt. Oder auch zu verschiedenen Gelegenheiten, Herbst, Halloween, was auch immer. Aber generell kann ich das Spiel gut empfehlen und ich hoffe, euch hat das Spiel gefallen. Und wenn ihr euch das holen wollt, hat euch das vielleicht in der Entscheidung bekräftigt, sage ich jetzt mal. Und ich wünsche euch noch viel Spaß. Weihnachten steht vor der Tür, daher frohe Weihnachten. Ganz herzlichst von mir. Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Beziehungsweise ihr seht mich und ich höre eure Kommentare unter meinem Video schreien. Vielen Dank fürs Schauen.